Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Und jetzt geht es mal darum, ich muss irgendwie jetzt an Eisen kommen, endlich mal. Das ist eine gute Überlegung jetzt. Also, wo sollte ich es anfangen? Mache ich es da unten wieder? Wenn ich es aber hier unten mache, dann fange ich jetzt irgendwo anders komplett neu an. Weil ich komme hier nicht mehr zurecht bei dem, was ich da mal angefangen habe, was Strip Mining angeht. So in die Höhlen rein. Habe ich es früher mal gemacht, aber Strip Mining ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt die Frage, wo geht's? Also ich könnte jetzt einfach diese Richtung nehmen hier komplett. Moment, aber irgendwo hier. Ah ja, hier, da bin ich schon mal in diese Richtung gelaufen. Da habe ich eine Höhle gefunden. Hier haben wir noch ein bisschen Kumatit und... Naja, ich fange einfach mal vorne beim Gang an. Es wäre auch irgendwie cool, wenn man hier unten, da wo die, das ist die, die bis nach oben führt, oder, hä? Ist das die, die zu ist? Nee, die ist offen. Hier machen wir uns erstmal einen Vorraum, damit ich nicht jedes Mal suche. Weil ich renne dann hier durch die Gänge, nein, da auch nicht, da rein. Geht das jedes Mal, wenn ich einen großen Vorraum hier habe, dann sollte das einfacher gehen. So, da ist die. Machen wir die auch noch weg. Hier ist die Treppe, da kommen dann auch Fackeln. Ich hab doch hier zwei. Drei. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was weg, damit man die auch... Nein! Oh, ich habe ja gar keine Schaufel dabei, verdammt. Tschüss, Fackel. So, dann würde ich sagen, ich fange hier an. Was haben wir denn hier für eine Höhe? Genau auf diesem Block bin ich bei 1190. Das ist doch eine schöne Zahl. Und bei 1000... Warte, in welche Richtung geht's? Bei 1005 sind es 15 Blöcke. 1205, so. Aber man muss... Ich gehe mal 30. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass da Diamanten waren. Nehmen wir das Doppelte und dann fangen wir jetzt hier einfach neue Gänge an. Erstmal nur in diese Richtung straight. Wie gesagt, die andere Seite da, da komme ich eh nicht mehr zurecht. Aber ohne Fackeln ist irgendwie doof. Warte mal, hier haben wir... Sehr gut. Ich wollte sagen ein bisschen, aber das ist ja einiges. Dann machen wir aus dem Zeug Fackeln. Holz habe ich ja auch dabei. Muss ich ein bisschen was benutzen jetzt, aber dann brauche ich halt nicht nochmal hochrennen. Ja, das mache ich mal wieder weg für euch. So. Wovon habe ich mehr? Ich habe nur das Tuopa-Holz dabei. Richtig? Ja. Marmor, Stein und Eisen bricht. Habe ich das nicht in irgendeinem Part mal nicht gewusst? Jetzt habe ich's. Ja, reicht. Reicht für das Unterfangen. Genau, ich wollte aber 30 in die Richtung. Da haben wir auch schon wieder Eisen. Da muss ich wieder anmachen. So, jetzt sind wir bei... Haben wir 15... Oh, wir sind ja schon wesentlich... Warte mal, 1090? Ja. Bei 20. Oh, Gold! So, bis hier und nicht weiter. Gold nehme ich natürlich schon mal mit. So, die Frage, die Höhe, ne? Die Höhe ist auf 9. Boah, ist viel Gold. Gold sieht schon cool aus hier drin. Natürlich muss ich jetzt hier ein paar Fackeln setzen. Nur so sporadisch, damit nichts spawnt. So. Da machen wir die weg. Zwei Gänge rüber und weiter geht's. Denn wenn ich jetzt da einsehe oder...
auf der Reihe sehe ich das ja von dem Gang aus. Ich denke, ich brauche nicht erklären, wie Strip Mining geht. Nur bei der Höhe, da bin ich jedes Mal unsicher. Ich mache es ja dann eigentlich so, ich gehe dann noch. Also warte mal, ich bin ja hier auf der Höhe 9. Und bei dem 2 hoch sehe ich 10, 11 und auch 12 sehe ich halt von unten. Und ich meine, unter 12 kann auch unter 14 sein. Deswegen muss ich dann noch durchgehen und die Reihen oben einmal wegnehmen. Am besten, wenn ich zurücklaufe. Das können wir eigentlich in einem anderen Gang nochmal nachholen gerade. Blauschiefer. Also ich mag ja die Farbe von dem Blauschiefer, das ist irgendwie cool. Der geht auch schnell abzubauen, merke ich gerade. Besser als Gneis und Komatit. Das hallt die irgendwie gerade so schön. Hört man sonst gar nicht, wenn ich Musik anhab, ne? Die habe ich jetzt auch übrigens mal aus. Jetzt fang du nicht an mit Musik spielen, na? Okay. Ich hatte noch. Nein! Boah! Ich hatte noch eine. Krass. Richtig gut. Aber ich würde jetzt direkt. Ist so blöd, warte. Ich würde direkt nochmal eins höher gehen. Und. Oh, Lapis Lazuli. Und. Malachiterz. Alter! Ich dachte jetzt zweimal Diamant. Ich muss mal kurz gucken, wie die Blöcke aussahen. Ah ja. Okay. Und da oben sehen wir 13. Also 9, 10, 11, 12, 13 und 14 sehen wir sogar, wenn wir noch zwei hochgehen. Wir können bis 14. Ne, wirklich? Kann doch gar nicht sein. Höhe 9. 10, 11, 12, 13 und 14 an der Decke. Das heißt, wir müssten eigentlich alles abgedeckt haben, wenn ich diese Variante jetzt immer weitergehe. Denn unter 14, glaube ich, ist wirklich kein Diamant mehr. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben, falls ich jetzt irgendwie was falsch verstanden habe. Und ihr müsst bedenken, das ist die Minecraft-Version 1.7.1. Ja, oder 1.7.10, besser gesagt. Oder richtiger gesagt. Ich weiß nicht, wie sich das darf. Verhält. So, jetzt müssen wir hier wieder auf die 20 kommen. Das ist aber auch blöd. Wieso mache ich dann mir nicht hinten eine Markierung? Ich renne hier in den Gängen hin und her. Dass man zwischendurch immer mal sowas macht. Und jetzt gehe ich hier auch so zurück. Irgendwann werden wir in diesem Raster dann schon Diamanten finden. Und wenn ich dann einmal welche gefunden habe, da geht's ab. Das sind wieder keine, oder? Malachiterz ist das wieder. Generell ist hier irgendwie was zu sehen. So an sich nicht. Hä? Ach, von da bin ich gekommen. Weil dann nehmen wir hier nur das Eisen mit. Na gut, egal. So geht ja genauso schnell. So. Dann machen wir hier direkt den Gang wieder drüber. Oder den Weg. Ein Gang besteht ja nur. Besteht ja aus einem Weg plus Gemäuer drumherum, würde ich so sagen. Und einer Decke. Nee, gut, Decke muss vielleicht nicht sein. Dann wäre es ein Tunnel. So, weiter geht's. Es kommt wieder Gneis. Aber guck mal, da sind wir schon durch. So, und dann fangen wir hier genauso an. Ich guck mal. Ach, der eine Sandblock, komm, ist nicht so wichtig. Habe ich heute Glück bei Diamantensuche? Na, na, Moment. Wenn, dann nehmen wir den Gang. Machen wir das anders. Ich jetzt mit dem Hin und Her gerade hier.
Egal, so. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie mit dem Begradigen aufhalten, denn wichtig ist, dass ich jetzt einfach nur hier reinsense, volle Kanne und in der Hoffnung, Diamanten zu finden. Oh ja, hier geht's wieder schnell, sehr gut. Hier mache ich direkt mal wieder schon für den nächsten Gang. Und auch mal in diese Richtung. Das Ding ist aber, dass jetzt blöderweise hier sehr viel Wasser kommt. So, und noch eins höher. Bald kann ich die nächste Spitzhacke machen, ey. Wir sind jetzt hier 10 Minuten zu Gange in etwa, ein bisschen drüber und haben noch nichts gefunden. Ah, außer die Standarderze, die ich nicht brauche. Also brauche ich immer irgendwann. Deswegen ist es schon nicht schlecht, dass ich die jetzt nebenbei mitfinde. Ich lasse die aber halt da, baue die nicht ab. So, ich gehe jetzt auch trotzdem hier rein, wo das Wasser dann kommt. Das ist ja dann irgendwann auch wieder weg. Und von dem Zeug hier habe ich genug. Das ist kein Problem. So, ja, was ich sagen wollte, die Woche ist ja der Livestream ausgefallen und ich wusste nicht, ob ich es Donnerstag schaffe. Deswegen dachte ich, nee, komm, es gibt dann auch kein vielleicht Donnerstag. Es bleibt dann dabei, dass die Woche kein Livestream kommt. Weil an dem Wochenende, wo ihr jetzt den Part seht, bin ich nicht da. Nee, auf einem Festival. Nein, immer das. Braucht das andere. Und, ach ja, hier war ja was. Ich habe ein paar neue Möbel bestellt. Da musste ich ein bisschen ausmessen. Dann habe ich so ein Teil aufgebaut. Also nur Kleinigkeiten. Aber das habe ich dann aufgebaut. Dann habe ich aber noch so ein bisschen. Kann man eigentlich. Naja, Frühjahrsputz ist zu spät, aber halt dann auch mal so hinter die ganzen Regale und Schränke mal ordentlich Staub gewischt. Man macht es ja doch immer nie so komplett, sondern immer nur. Ja, da, wo man es am meisten benutzt. Und einmal im Jahr kann man das aber auch nicht mehr komplett machen. Das hat viel Zeit gekostet. Und auch so hatte ich noch ein paar Termine. Die konnte ich nicht verschieben. Und das wäre dann halt blöd gewesen. Dann hätte ich zwar den Livestream gemacht am Mittwoch, aber dann hättet ihr für den Rest der Woche und den Anfang nächster Woche keine weiteren Parts gehabt, weil ich das dann definitiv nicht mehr geschafft hätte, noch einen Zeitpunkt für die Aufnahmen zu finden. Und der YouTube-Kanal an sich, der soll ja eigentlich schon vorgehen. Also mit den. Moment, mit den Projekten. So, jetzt. Oh, was ist denn da? Ach komm, das eine Kohlestück da unten. Dann gehen wir nochmal hier. Sind jetzt wirklich zwei. Eins, zwei, zack, ab da. Ja, nee, gehen wir nicht. Oh. Also die Projekte gehen vor als der Livestream, ganz klar. Weil Livestream, da ist man immer so ein bisschen ja, an den Termin gebunden. Und jetzt mal ehrlich, wer schaut denn den Livestream nachträglich von euch noch an? Wenn er nicht dabei war. Erstmal sind das dann so 2 Stunden mindestens schon mal, die man dann nachgucken müsste. Und viele machen das, glaube ich, auch nicht. Das zeigt sich auch dann in den Aufrufen. Ich sehe, wie viele es im Stream sind. Und wenn ich das dann veröffentliche, wie viel noch dazukommen, das sind dann recht wenig. Und deswegen lohnt sich das nicht, dass man das vorzieht. Also der Stream an sich lohnt sich, aber ich hab's dann lieber, ihr habt in der Woche so ein paar Folgen von allen Projekten, die aktuell am Start sind, sodass jeder gucken kann, wenn er dann die Zeit dazu findet. Und ja, nach wie vor gibt es die Kanalumfrage. Schaut mal in der Videobeschreibung. Ich kann noch nicht, also ich werde da jetzt kein Auswertungsvideo machen oder so. Also. Ihr werdet das ja merken, dass ich mich so ein bisschen auf euch einstelle, je nachdem, was da dann doch vorrangig ausgewählt wurde von euch an den ganzen Fragen. Ich habe auch viele Sachen schon
gesehen, die man auf jeden Fall mal mit in den Stream machen, mit in den Stream nehmen könnte. Mann, ich habe heute so viel verdammte Versprecher. Bitte verzeiht's mir. Nee, aber zum Beispiel City Skylines ist ja wieder so ein bisschen im Kommen. Ich habe, das war ja mein erstes Let's Play. Wäre mal cool, wenn man da im Stream einfach guckt, wie weit schafft man denn jetzt so eine Stadt zu bauen in 2,5 Stunden oder 3 Stunden, je nachdem. Das wäre mal ganz interessant. Dann auch, was auch kam, und das passt ganz gut, Ark Survival Evolved kam ja die Woche als Vollversion raus. Man könnte das auch mal streamen. Allerdings, wenn man da so viel farmen muss, wie das in der ganzen Beta-Phase war, dann kommt man da nicht sehr weit. Ja, da habe ich so im Hinterkopf gehabt, man könnte ja mal in der Woche einen Stream machen, je nachdem. Muss man schauen, wie früh man den beginnen kann. Und dann frage ich einfach den Corti, mit ihm habe ich ja das Ark Together Projekt gemacht. Schon wieder Versprecher. Ja, dass man das einfach mal streamt zu zweit. Also man sucht sich da halt einen Server, jetzt extra einen mieten dafür, wäre natürlich Quatsch. Aber geht da halt auf einen öffentlichen Server, wo dann auch andere mitspielen können von euch eventuell, die dann das Spiel auch haben. Ich habe jetzt eben nur noch nichts gehört, irgendwie von krasseren Veränderungen jetzt gegenüber der Beta- oder Alpha-Phase. Weil ich zock's eigentlich schon ziemlich. Na gut. Ja, weiß nicht. Ich glaube, so ein halbes Jahr bestimmt später bin ich erst dazu gekommen. So, wenn ich jetzt hier echt kein Glück habe. Ich baue jetzt die beiden Gänge noch oben rum ab. Gehen wir erstmal den hier durch. Normalerweise ragen noch die Diamanten auch weit genug nach unten. Also die sind ja nicht alle auf einer Ebene oder selten. Ist die Frage, ob man noch tiefer als 9 gehen müsste. Dann müsste ich auch den Boden hier nochmal aufreißen. Also ich glaube, es ist schon möglich, oder? Sagt's mal bitte. Ich gucke dann auch nochmal nach hier nach dem Part. Weil ich ja hier gerade absolut kein Glück habe. Na, ach egal, dieser eine Block. So, und dann nochmal eins weiter gedacht. Nein, noch die zwei rein und dann habe ich wenigstens noch so ein bisschen Eisen, ein bisschen Redstone, Malachiterz, Lapis. Lapis brauchen wir dann fürs Verzaubern oder braucht man hier bei der 1.7 noch Smaragde? Ich habe da echt. Das sind so krasse Versionsunterschiede, was von dem Projekt hier und der 1.12 auf Dinecraft. Da kann ich aktuell noch keine Angabe zu dem Event machen. Also es gibt immer noch keinen Termin. Ich bin aber. Ich muss das jetzt auch mal fertigstellen, das ganze Konzept. Und dann muss ich auch noch die ganzen Sachen mir vorlegen, die ich da dann verlosen möchte. Aber der September hat erst angefangen und ich sagte, im September wird es kommen. Jetzt bin ich halt, wie gesagt, auf einem Festival. Dann mal sehen. Ich bemühe mich auf jeden Fall. Das müsste eigentlich auch diesen Monat noch klappen, wenn nichts dazwischen kommt, Größeres. So, warte, noch eben Licht. Da hatten wir schon Licht und dann hier auch nochmal rein. So, aber da würde ich sagen, wieder kein Glück gehabt hier, verdammte Scheiße. Gebt mir aber trotzdem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Also für solche Parts kann ich auch gerne mal irgendwie irgendwelche Themen bequatschen oder so, die euch interessieren. Aber an der Stelle bin ich erstmal raus. Wir sehen uns zum nächsten Part auf jeden Fall und den anderen Projekten in den Parts. Haut drin, bis dahin. Tschüss.